meine Cousine hat schon bei dieser evangelischen Kirche eine Monitorin gehabt und sie hat viel, viel gelernt und sie hat auch eine Ausbildung gemacht und sie hat mich über alle erzählt und bin ich einfach so mit meiner Cousine gegangen und ja, ich möchte aber eine Monitorin und dieser Monitor hilft mir vom Deutsch üben und Ausbildung zu finden, auch von die Wohnen suchen auch. Ich habe schon viele Praktikum gemacht. Ich habe viermal Praktikum gemacht und der erste Praktikum war bei Rosmal und zweite bei DM, dritte bei Tiergut und vierte bei Reformhaus. Sorry. Was hat dir am besten gefallen? Bei DM war sehr gut, aber die Problem gibt ist kein Ausbildungsplatz in dieser Jahre und bei Reformhaus auch gut, habe ich auch ein Angebot vom Reformhaus das und das ist ein Jahr Praktikum machen, dann einfach Ausbildung im Anschluss dann. Anschluss machen, ja. Ich musste jetzt noch nie 4 Praktika, 4-5 Wochen am Stück machen, wo man dann auch kein Geld oder sowas verdient hat, sondern man hat sich dann halt irgendwie beworben und hat dann bestenfalls eine Ausbildung bekommen. Aber so wie du das jetzt hattest, ist schon krass, weil man wirklich, ich meine, du hast monatelang irgendwie gearbeitet und ja auch kein Geld irgendwie verdient, was du ja auch schade fandest irgendwie. Ja, aber ich meine, meine selber muss auch eine Ausbildung machen. Ja. Deswegen habe ich einfach so dieses Praktikum gemacht. Fast ein Jahr das Praktikum habe ich schon gemacht. Ich glaube, am Ende geklappt. Ja, genau. Ja. Hauptsache es klappt, da muss man eben ein paar Monate so arbeiten und schauen, dass es funktioniert. Ja. Wir haben das ist Eritrea Restaurant gegangen und Abendessen gegessen. Das ist mein Heimatland Essen, das heißt, das war lecker und wir haben lecker. Auch viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben mit den Händen sozusagen mit Händen gegessen. Ja. Und ja, genau, das ist ganz anderes, aber in Deutschland alle die Leute mit Messer und Gabel essen, aber in meinem Heimatland das ist ganz anders, immer mit Händen. Macht mehr Spaß mit Händen. Ja, natürlich. Ja. Ich werde morgen 26. Und ich bin 25. Genau, von daher sind wir im gleichen Alter und das ist einfach super cool, weil man ähnliche Interessen dann einfach hat und auch viele Dinge, die man vielleicht nicht machen könnte, wenn man jetzt irgendwie 50 Jahre Altersunterschied hätte oder so. Genau. Oder? Wir passen zusammen, ja. Ja, wir passen zusammen. Ja. Sina ist nicht Monitorin, nur Monitorin für mich, sie ist Freund für mich auch. Ja.